Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Max. Ich habe gerade gespielt, ohne gemerkt, dass ich aufgenommen habe, aber das macht ja nichts. Ich bin noch am Anfang dieser Passage und ja, ich könnte jetzt wieder irgendwas Plakatives sagen, weil ich ja doch nicht davon ablassen kann. Genau, ich habe mir einfach mal überlegt, so während, wenn ich meine nächsten Videos so mache, dass ich, ja, ich bin ja jetzt inzwischen als Hater von Gregor bekannt, dass ich einfach mal so rein Running Gag technisch einfach mal hin und wieder so einen kleinen Gag am Rande, den nur Insider verstehen, mache. Ich halte das für eine relativ gute Idee, um damit klarzukommen, ne? Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Gott verdammt, gerade als ich die Aufnahme gestartet habe, ist es mir entfallen, was ich sagen wollte. Ach so, ja genau, ich habe ja in einem Part angefangen, über Luigi's Mansion herzureden, dass ich dieses Spiel, naja, sehr überbewertet finde. Und warum... Ich bin auch ein Idiot, ne? Warum beende ich die Mission? Im Endeffekt ist es egal, wie oft ich vor dem Stern getroffen werde. Solange ich nicht sterbe. Aber zurück zu Luigi's Mansion. Ich habe dir gesagt, es ist überbewertet und ich habe es noch nicht durch. So viel muss ich erstmal sagen. Aber ich bin nicht weit davor, es durchgespielt zu haben. Und es enttäuscht mich in vielerlei Hinsicht inzwischen. Erstmal ist das Spiel einfach nur... Man kann die schieben? Um Gottes Willen, ich glaube, das dürfte mir neue Möglichkeiten offenbaren. Ich hoffe es doch. Oh nein, was stelle ich mir... Ah, Moment mal! Clever, clever, clever! Okay, jetzt bin ich zwangsläufig getroffen, aber was soll's? Obwohl, er hat nicht geschossen. Okay, das ist witzig. Man meint nämlich, man muss sich ducken, weil man dann davon nicht getroffen wird. Und dann ist es doch was anderes. Ach, ich verstehe schon, wie das Spiel den, diese hohe... Das ist eigentlich erst so ein Rezept, wie man Rätsel schwierig gestalten kann, oder? Man versucht einfach abzulenken, man versucht so eine falsche Finte zu legen. Also, dass man meint, ein Rätsel wäre so zu lösen, aber in Wirklichkeit muss man es ganz anders machen. Ich finde, das ist gar keine mal so dumme Idee und es sollten sich ruhig öfters mal Spiele an sowas, ja, bedienen. Fände ich echt mal richtig geil. Aber dann würden wahrscheinlich wieder viele Leute rumheulen, das ist voll unfair. Trial and Error Rätsel. Naja. So, dann haben wir den Stern und ich bin vielleicht... Ich hatte jetzt durch die neue Erkenntnis eine Möglichkeit eingestellt. Gott, du dummes Skelett. Wie man weiterkommt, ohne dass ich jetzt den Stern behalten muss. Ja, das Rätsel finde ich auch richtig nett, muss ich sagen. Ja, das Spiel macht vieles richtig. Es ist zwar frustrierend, aber... Aber ja. Das ist so das, was ich so an Spielen so... Ach, ich wiederhole mich eigentlich, ne? Aber man kann es auch nie oft genug wiederholen. Ich vermisse sowas an heutigen Spielen einfach enorm. So, ich möchte mal was ausprobieren. Huah! Man kann darüber springen. Ach, warum habe ich es nicht schon früher ausprobiert? Um Gottes Willen, es geht gar nicht um eine Ente. Ach, wer? Ben... Wie heißen die Leute? Ach, John Whitman und Bernie Drummond, ihr seid mal Luchse. Ich hoffe wirklich, dass ihr noch in der Videospielbranche gestalterisch tätig seid. Das ist super. Ich bin begeistert. Oh Mann, was soll das? Nein! Ich bin begeistert, wie lächerlich ich mich hier anstelle. Also da kann ich ja jetzt nicht durchgehen. Kann ich die Anker wegsprengen? Ich kann auch alles wegsprengen. Jo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist es sicher. Oh. Rein da. Ja doch, ich glaube, ich kann das Level jetzt schaffen. Auf jeden, Leute, auf jeden. Ich werde das schaffen. Schieß. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann, okay, dann habe ich jetzt mich scheiße angestellt oder Pech gehabt, keine Ahnung. Aber es ist, ich sehe da Land, so viel kann man sagen. Oh Gott. Das meine ich mit Pech. Guck mal, wie zielstrebig der mich gerade verfolgt hat. Er hat mich ja nicht zielstrebig verfolgt, sondern es war random, aber rein zufällig. Boah,
Rein zufällig scheinen die gerade wie so Wespen, deren Honig ich geklaut habe, mich zu verfolgen. Ja, ah, was soll das? Ach, ich bin auch so ein pazifistischer Idiot. Ich sollte echt mal hier ein bisschen nastiger werden, ne? Die scheiß Viecher in die Luft jagen. Ich bin mir sicher, ich... Was? Was ist das für eine Reichweite? Lol, ich bin mir sicher, ich es schaffe, aber ja, vielleicht wirklich nicht bei diesem Versuch. Das ist lächerlich. Ich habe sonst immer geschafft, wo ich nicht die Möglichkeiten hatte. Aber ja, es ist ja wieder typisch. Ja. Okay, gut, aber dann mache ich es eben nochmal. Kein Problem. Orangensprudel. Ich trinke Orangensprudel, dabei ist er mir nicht mehr sympathisch. Ach ja, ganz wichtig, das habe ich voll vergessen zu erwähnen. Gut und günstig ist ja wohl so ziemlich die beste Lebensmittelmarke der heutigen Generation. Nein, ernsthaft. Ihr, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wie ich... Nein, witzig nicht, weil keiner guckt meine Videos. Nein, aber vielleicht erinnert sich jemand, wie ich diesen Mu-Eiskaffee in einem anderen Part von Monster Max nachgeweint habe, dass er jetzt so scheiße schmeckt und dass irgend so ein luxemburgischer Typ halt dafür verantwortlich war. Warte, erst konzentrieren, dann reden. Was soll das? What do you mean you dare do not agree with me? Do you know with how you're dealing with? Na, wer das Zitat nachsprechen kann, ist es ein Running Gag auf YouTube. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ganz genau, der Eiskaffee von gut und günstig. Die haben ja jetzt einen neuen Eiskaffee rausgebracht. Vielleicht haben die das mitbekommen, dass Mu Scheiße gebaut hat. Aber der schmeckt ganz genauso wie der von Mu damals. Und um Gottes Willen habe ich diesen Geschmack vermisst. Ist ein bisschen schade, weil, ne? Ich bin ja momentan auf Abnehmkurs und ich habe 8 Kilogramm abgenommen inzwischen. Ja, ist schon was, ne? Kann man schon gut finden. Jedenfalls, ja, jetzt inzwischen bin ich da so ein bisschen trinklustiger, was das betrifft. Aber mein Gott, den Eiskaffee, den muss man auch einfach aussüppeln. Um Gottes Willen, ey, das ist super. Also, es gibt einfach, das Ding ist einfach, ja, es klingt zwar total obvious, aber gut und günstig ist gut und günstig. So ziemlich jedes Produkt von denen weiß ganz genau, wie das jeweilige Produkt schmecken soll, weil die haben ja so viel inzwischen. Um Gottes Willen, wahrscheinlich tue ich da irgendwelche üblen, krassen Sklaventreiber gerade, weil, Gottes Willen, so viel wie die machen. Ich sage einfach, es ist ein großer Arbeitgeber. Nein. Wahrscheinlich tue ich da wieder irgendwelche Sklaventreiber in die Luft, in den Himmel loben, aber um Gottes Willen, die machen alles richtig. Nein, so gut wie gut und günstig, wie produktiv gut und günstig ist, die müssen ja definitiv üble Arbeitsbedingungen haben. Bei dem Output, bei der Sentimentbreite. Nein. Ich bin da immer so ein bisschen so drauf. Und ich habe ganz vergessen, ich sollte mich mal beeilen. Was mache ich denn da? Hux! Oh, wie schlecht ich mich benehme. Okay. Ohne Sterne ist es nicht so. Moment, das müsste so funktionieren, oder? Schieß. Oh. Ah, ich kann auch. Moment. Ich bin schnell genug. Nein! Nein! Oh, es hat nachgelassen. 3 Leben noch, okay. Und ich Idiot! Ich muss die Stiefel mitnehmen. Sorry, dass ich hier jetzt gerade so rumbölke, ne? Aber... So läuft die Sache. Jetzt muss es aber funktionieren, Leute. Also schieben kann man die Dinger nicht. Ja, ich glaube, die stehen fast schon dafür da, damit ich hier sicher durchkomme. Oh Junge, da kann ich mich ja nicht durchmogeln. Unmöglich, ja. Oh.
muss jetzt klappen. Nein! Oh, ich habe das Problem mit der Perspektive, Leute. Nein! Nein, jetzt... Oh, lass es nicht wahr sein. Lass es doch nicht wahr sein. Ganz vorsichtig. Scheiß. Hurenbock. Ah! Oh, das gibt's doch nicht. Diese eine dumme Stelle, Mann. Ah, gut. Ich werde ja jetzt nicht irgendwie anfangen zu safe-staten und so zu tun, als würde ich nicht safe-staten. Übrigens muss man mal ganz klar differenzieren. Wenn jemand safe-statet, okay, ist nicht mein Bier, habe ich absolut nichts, also halte ich nichts von. Aber gut, wenn es jemand macht, meinetwegen. Aber, wenn jemand safe-statet, das bewusst verheimlicht und den Zuschauer dann auch noch so für dumm verkauft, dann ist das wieder was ganz anderes. Naja. Nur so viel dazu, ne? Ich fand's ja immer teilweise richtig lächerlich, wie die Leute behauptet haben, aber Gregor, mach doch kein Hehl draus! Wow. Weil keine Reaktion ist ja auch eine Reaktion, ne? Ja, ist ja auch eine Reaktion, aber das heißt ja nicht, dass er kein Hehl draus macht. Ich meine, er löscht Kommentare, wo ich darauf hinweise. Yo! Sicher. Deswegen, er hält, macht er auch kein Hehl draus, aber was soll's. Das war auch immer so ein Ding, was mich übelst angepisst hat, wo die gern gesagt haben, ja, Sprite-Seeing, das ist ja so gewollt. Natürlich ist das so gewollt, natürlich. Sieht ja auch ganz danach aus. Ich glaube einfach, die Leute haben weniger Ahnung, als ich es habe. Deswegen werde ich auch als Stalker und so beschimpft, weil ich mir Mühe mache zu recherchieren. Ich musste ja noch nicht mal großartig recherchieren, ist das Witzige. Ich kenne den Kanal halt. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein fleißiger Zuschauer. Also ziemlich jeder andere und das wird blöd von mir gerade. Und naja, gut. Ich will mich damit ja auch nicht brüsten oder so, aber ich behaupte einfach mal, mit mir hat der einen Zuschauer verloren, der wesentlich mehr ihn unterstützt hat als alles andere. Aber was soll's? Was soll's? Mir ist es nur peinlich, wie ich in manchen Parts... Gott! In manchen meiner Let's Play Parts habe ich ja den Typen erwähnt. Diesen Glatzkopf, diesen... Ne? Und da habe ich ihn ja auch noch ziemlich gelobt. Und irgendwie... Boah, wenn ich mich dann selber nochmal anhöre, wie ich das sage, ey. Gott verdammt schäme ich mich dafür. Was soll's. Ich muss mich dafür ja nicht schämen. Ich meine, Gott verdammt. Die Leute, die den auch noch so klasse finden, haben ja jetzt mein Video gesehen und finden ihn immer noch klasse. Also ich glaube, ich brauche mich um Gottes Willen nicht dazu zu schämen. Das ist übrigens noch so eine Sache, das muss ich einfach mal erwähnen. Ich habe das Video ja nicht aus wegen mir gemacht. Das ist ja das Lustige. Die Leute sagen immer, ich würde mich beleidigt fühlen, weil er mich geblockt hat. Mal davon abgesehen, dass ich schon bevor er mich wie soll ich sagen, dass er mich nicht geblockt hat, dass ich beleidigt wurde, sondern dass ich beleidigt wurde, als er mich geblockt hat. Und es war auch nicht mal beleidigend. Ich habe ja nur erörtert, wie er wirklich ist. So sage ich es ja immer. Und ich hoffe, es ging ihm mitten ins Gesicht rein. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war, ich habe dieses Video ja gemacht, weil mich ein User dafür angeschrieben hat. Und ich musste erstmal sagen, ich habe ja so ein bisschen offene Fragen gestellt. Hatte auch nicht die Hoffnung, dass die irgendwie beantwortet werden. Und hatte schon leicht Zweifel an Gregor. Aber um Gottes Willen, ich war noch lange nicht so gefestigt meiner Meinung, wie ich es jetzt bin. Ah, nein! Och Mann, ey. Was ist los? Was ist los, Leute? Warte, ich spring mal von hier. Wow! Großartig! Wieso ist denn da, hat das jetzt nicht mehr funktioniert? Lächerlich. Lächerlich. Ich hole den Goldbarren jetzt nicht mehr. Obwohl... Obwohl... Ah, komm schon! Yes! Risiko, aber... Naja, obwohl, ich habe jetzt mir obwohl gedacht, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber ich möchte auch jetzt mal was anderes probieren. Werdet ihr dann sehen? Ja, ich gehe mal rechts lang. So, ich habe das Video gemacht, weil ich bewundert bin, wie viel Mühe sich jemand gemacht hat, um mir das nochmal zu erklären ausdrücklich. Und dann bin ich natürlich von selbst auf den Entschluss gekommen... Ey, das geht ja gar nicht klar. Ich habe das ja erstmal auf der Zunge mir zergehen lassen.
Ich denke aber bestimmte Sachen einfach mal ein bisschen länger nach, bevor ich was mache. Das so viel will ich auch sagen. Und ja, als ich mir dann mal diese Diskussion da angesehen habe mit diesem Solaripart 9 Video, das ist übrigens das beste Beispiel, da war ich irgendwie echt geschockt. Was für ein verlogener Hundesohn, ja, so sage ich es jetzt einfach mal. Was für ein verlogener Hundesohn der noch ist. Und dann dachte ich mir einfach nur, ja, wenn ich jetzt dieser Typ wäre, ich würde den erstmal richtig eine reinhauen. Aber da hier alles außerpersönlich stattfindet, geht das ja nicht. Und nur weil etwas außerpersönlich stattfindet, heißt es nicht, dass ich Sachen persönlich nehme. Vielleicht haben die anderen einfach nicht genug Rückgrat und tun das dann als unwichtig abstempeln. Aber nein, ich nehme sowas dann persönlich. Und dann nehme ich eben auch sowas persönlich, wenn jemand genau so ein asoziales Verhalten an den Tag legt. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch dann erstmal was geschrieben, nochmal so ein Text so, ja, klar, keine Ahnung, ne? Und danach wurde ich einfach geblockt. Er hätte ihn ja auch nochmal ignorieren können. Okay, aber dann wurde ich nochmal geblockt. Super. Aber ich bin ja so ein asoziales Arschloch, ne? Ich hab's ja verdient, geblockt zu werden. Das ist dann das, was die Leute schreiben. Und dabei habe ich ja sehr gut gezeigt, wie absolut überkorrekt ich mich gegenüber Gregor verhalten habe in den Kommentaren. Aber gut, ihr wisst es ja hoffentlich selber. Ich meine, das ist wirklich besser, wenn man unvoreingenommen an die Sache rangeht. Vielleicht hätte ich, wenn ich jetzt sofort so ein Video gesehen hätte von jemand, der jemanden schlecht redet, den ich selber gerne gucke, auch nicht sofort für bare Münze genommen. Wobei, ich würde mich auf jeden Fall anders verhalten als so ziemlich manch anderer. Wenn jetzt jemand ein Video über Parappa machen würde oder so, in der Art, dann würde ich natürlich auch nicht so, ne? Ihr wisst schon. So abgehen. Gottskelett. So, und das wird jetzt übrigens der letzte Versuch. Muss es ja sein. Ich möchte es jetzt endlich schaffen. Verdammte Scheiße. Ich halte ja deswegen diesen Part noch für legitim, weil ich mein Gerege für... Ach, mein... Boah, ich stolper wirklich jetzt. Man merkt schon wieder, ich nehme ein bisschen länger auf. Weil ich mein Gerede für durchaus interessant finde. Und wenn jemand sagt, es ist total langweilig, jemanden dabei zuzusehen, wie er immer und immer wieder dieselbe Stelle macht, dann sage ich dazu, nein, ist es nicht, wenn jemand es schafft, diese Monotonie durch die Themen, die er anspricht, genügend abzudecken. Im Endeffekt kann ich ja immer noch vorspulen. Das sind so Sachen, da haben die meisten Leute immer totale Angst vor. Aber eigentlich muss man das nicht haben. So, jetzt bitte. Naja gut, aber immer bin ich rübergekommen. Stimmt ja eigentlich. Ich bin immer rübergekommen und habe trotzdem den Stern verloren. Es wäre so schön, mal den Stern zu haben. So, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. So. Oh, sorry dafür, aber, ne? Wenn ich rülpse, dann möchte ich damit ausdrücken, dass es mir geschmacket hat. Denn auch schon Martin Luther hat ja gesagt, warum rülpst, hat es euch denn nicht geschmacket, warum rülpstet und furztet ihr nicht? Nein, das ist nicht das exakte Zitat, aber es lautet so ähnlich. Wenn jemand rülpst und furzt, dann möchte er höflich ausdrücken, dass ihm das Essen gelegen hat. Aber sehr doch. Nein, ich sehe das Ganze echt nicht so eng. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn andere anders drüber denken. Also von dem nach bin ich da echt vollkommen... Ja, vollkommen neutral, was das betrifft, ne? Oh Mann. So, was ich jetzt eigentlich vorhatte, war auf einen günstigen Zeitpunkt zu warten und diese Wichser über dem Haufen zu sprengen. Da, dieser Explosionsradius ist einfach nur ginormes, ich fasse es nicht. Hat ja auch so seine Vorteile. So, und jetzt habe ich vorgehabt, diese Barriere müsste doch funktionieren, oder? Wenn das funktioniert, dann... Ja, na also, weil da muss ich sowas auch nicht mehr befürchten und hab das Level mit Bravour ohne, doch einmal wurde ich getroffen, geschafft. Wobei, ich ist noch nicht vorbei. Yes! Gib mir das Leibbrot! Es ist ein Logbuch, es sieht aus wie ein Leibbrot. Und das Level ist geschafft, um Gottes Willen, schon wieder so eine ähnliche Partlänge und... Naja, der letzte Part war zwar nichts, aber ich hoffe, ich habe ihn durch das Gerede einigermaßen interessant gestalten können, wie auch den Rest dieses Parts. Und durch die Leben gibt es auch nochmal einen fetten Bonus. Ach, das freut mich doch. Aha. Also schön, ne? Das war dann tatsächlich mal wieder ein geschafftes Level von Monster Max. Hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal passiert. Und ich würde sagen... Oh nein!
wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, euer H. Leslie.